gedünsteter Fenchel mit Zitronencremesauce PRO Portion 2023 kJ/483 Kilokalorien, 34 Gramm Eiweiß, 18 Gramm Fett, 41 Gramm Kohlenhydrate geht ca. 45 Minuten. Erstens die Puttenbrust der Länge nach in Streifen schneiden und Wellen unbekanntes Zeichen förmig auf Holzspieße stecken. 1 EL Olivenöl mit Zitronensaft verrü unbekanntes Zeichen rennen, die Knoblauchzehe schälen und dazu pressen. Puttenspieße mit der Marinade bestreichen und mit unbekanntes Zeichen bestens 10 Minuten ziehen lassen. Zweitens inzwischen Kartoffeln schälen und in Salzwasser 20 Minuten kochen. Währenddessen die Fenchelknollen purzeln, waschen und längs vierteln. Das Fenchelgrün fein hacken. Fenchel in wenig Salzwasser je nach Größe 15 bis 20 Minuten garen. Drittens die Puttenspieße mit Küchenpapier abtupfen und in einer Grillpfanne im restlichen Öl von jeder Seite ca. 2 Minuten braten. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Vierter Feinschmecker Zitronenhollandaise in 1/4i, 250 ml, kaltes Wasser ein unbekanntes Zeichen rühren und unterrühren aufkochen. Champignon-Ragout mit Hähnchenbrust für 2 Portionen 200 Gramm Hähnchenbrustfilet 400 Gramm braune Champignons 50 Gramm Gewürzgurke 500 Gramm Pellkartoffeln einer Zwiebel 2 EL Rapsöl Salz grob gemahlener Pfeffer 1 Beutel Knoffein Schmeckerlauch Cremesuppe 1 EL mittelscharfer oder körniger Senf 1/2 und Dill erstens das Hähnchenfleisch würfeln. Champignons putzen. Große Exemplare halbieren oder vierteln. Gewürz unbekanntes Zeichen Gurke fein würfeln. Die Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Zweite Kartoffelscheiben in einer Beschichte unbekanntes Zeichen Tempfanne in 1 EL Rapsöl ca. 15 Minuten unbekanntes Zeichen Tempfanne bei mittlerer Hitze braten. Die Scheiben erst dann wenden, wenn die Unterseite knusprig goldgelb ist. Nach 10 Minuten die Zwiebel zugeben und mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dritten restliches Öl in einer zweiten Pfanne erhitzen und das Fleisch darin ca. 3 Minuten braten. Mit etwas Pfeffer würzen und aus der Pfanne nehmen. Viertens Champignons in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Fünftens 350 ml Wasser zugießen und auf unbekanntes Zeichen kochen. Feinschmeckerlauch-Cremesuppe einrühren und bei schwacher Hitze 2 Minuten kochen. Das Fleisch und die Gurkenwürfel zugeben und erhitzen. Mit Senf abschmecken. Dill waschen, trockenschütteln, von den Stielen zupfen und darüber streuen. Das Ragout mit den Bratkartoffeln servieren. Rote Beete mit Frühlingsvinaigrette. PRO Portion 562 kJ/135 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Fett, 16 Gramm Kohlenhydrate 60 Minuten plus Abkühlzeit. Erste rote Beete mit Schale in kochendem Salzwasser 30 bis 40 Minuten garen. Die Knollen abgießen und in kaltem Wasser abkühlen lassen. Direkt im Wasser mit den Händen die Schale abziehen. Zweiter rote Beete auf einem Gurkenhobel in dünne Scheiben hobeln. Die Scheiben locker als Türmchen auf Teller oder in Schälchen verteilen. Dritte Salatkrönung mit 6 EL Wasser, Olivenöl und nach Belieben Zucker verrühren. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen, fein schneiden und die Hälfte der Zwiebeln unter das Dressing mischen. Viertens die aufgetürmten rote Beete Scheiben mit reichlich Vinaigrette beträufeln. Fünfte Parmesan hobeln. Die rote Beete-Türmchen mit restlichen Frühlingszwiebeln und dem Parmesan bestreuen. Tipp: Im Sommer werden oft kleine rote Beete-Knollen angeboten, die sehr zart und mild süß schmecken. Sie lassen sich zwar nicht zu Türm unbekanntes Zeichenchen aufstapeln, sehen aber auch hübsch aus, wenn man sie viertelt oder achtelt. Einfach als leichte vor unbekanntes Zeichen Speise auf flachen Tellern anrichten und etwas Brot dazu servieren. 71, RTEN für 3 Portionen 3 Knollen rote Beete ca. 200 Gramm Salz 1 Beutel Knorr Salatkrönung, Frühlingskräuter,
1 EL Olivenöl, eventuell 1/2 TL Zucker, 4 Frühlingszwiebeln, 20 Gramm Parmesan im Stück. PRO Portion 905 Kilojoule, 216 Kilokalorien, 5 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett, 27 Gramm Kohlenhydrate, ca. 30 Minuten Kürbisbruschetta mit Kürbiskernen. 71,1 TAT, für 3 Portionen 3 Scheiben Mischbrot, 400 Gramm Kürbisfleisch, einer Zwiebel, 2 TL Keimöl, 4 EL Apfelsaft, 1 EL Kürbiskernöl, 1 Beutel Knorrsalatkrönung, italienische Art, 2 Stiele Basilikum, 20 Gramm Kürbiskerne. Erstens die Brotscheiben auf einem Rost unter dem Backofengrill von beiden Seiten ca. 2 Minuten rösten. Zweitens Kürbis fein würfeln oder grob raspeln. Die Zwiebel schälen und in feine Streifen bekanntes Zeichen fein schneiden. Drittens Keimöl in einer Pfanne erhitzen. Zwie unbekanntes Zeichen Bell und Kürbis darin dünsten. Beides in eine Schüssel geben, Apfelsaft, Kürbis unbekanntes Zeichen Kernöl und Salatkrönung zugeben und unterrühren. Viertens Basilikum waschen und trockenschüt unbekanntes Zeichen tellen. Basilikumblättchen abzupfen und in Streifen schneiden. Die Kürbiskerne grob hacken. Beides zugeben. Fünftens die Kürbis-Zwiebelmischung entweder lauwarm auf die Brote verteilen oder abkühlen lassen. Tipp: Der Belag lässt sich gut abwandeln. Zum Beispiel einen Teil des Kürbis durch andere Gemüse wie etwa Möhren, Kohlrabi oder Steckrübe ersetzen. Wer gern Zwiebeln mag, fair unbekanntes Zeichen doppelt oder verdreifacht die Menge. Hübsch und lecker, auf jedes Brot einen Klecks Hüttenkäse setzen. 302 zum Mitnehmen. Rettich Wiener Ikrette. Erstens den Rettich schälen und in feine Würfel schneiden. Salatkrönung, Bärlauchschalottenkräuter, mit Rapsöl und 5 EL Wasser verrühren. Zweitens für die Vinaigrette den Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden und zusammen mit dem Rettich unter das Bärlauchschalotten unbekanntes Zeichen Dressing geben. Drittens die Handkäse in einzelne Taler teilen. Die runden Käsestücke nebeneinander in eine flache Schale legen. Die Vinai. Grette darüber die 3N und den Käse mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Tipp: Dieses Rezept ist eine Abwandlung des klassischen Handkäse mit Musik, den Frankfurter Apfelweinlokale als regionale Spezialität servieren. Nur wenige Tage gereift, wird der gesunde, aus Sauermilchquark hergestellte Käse in fast jedem super unbekanntes Zeichenmarkt in Holland angeboten. Sein fettunbekanntes Zeichengehalt liegt bei weniger als 1%. FUR 2 Portionen 1 Stück weißer Rettich, ca. 50 Gramm, 1 Beutel Knorrsalatkrönung, Bärlauchschalottenkräuter, 1 IL Rapsöl, 1 Bund Schnittlauch, 200 Gramm Handkäse, Sauermilchkäse, zum Beispiel Harzer Käse. Auf Reisen improvisieren lohnt sich, wenn man viel Gepäck scheut und deshalb keine Kühltasche mitnehmen möchte. Zum Kühlen den Proviant zusammen mit einer kleinen Eisbatterie in Nopperfolie packen oder in einen Wollpullover einwickeln, den man vielleicht ohnehin braucht. Geschnittenes.